Moin und willkommen zurück zu Total Immersion Racing. Ja, und heute dürfen wir zu Beginn erstmal unseren Rekord eintragen, den wir in der letzten Folge beim Training aufgestellt haben. Auf dem Thalheimring in Österreich, der übrigens fiktiv ist, was ich ja wahrscheinlich noch nie erwähnt habe. Ja, die belassen wir, die Änderung, und speichern sie unter Thalheimring. So. Ja, dann fangen wir mit der Qualifikation an. Jetzt gerade kurz nachdem ich mit der Aufnahme angefangen habe, ist mir aufgefallen, dass das Mikro ein bisschen verrutscht ist. Einen Moment. Immer noch nicht besser. Mist. Dann nochmal. Mist, das will nicht. Das will nicht in der Position bleiben. Das ist die Qualifizierungsrunde. Also fahr wie der Teufel. Das Mikro will mich ärgern. Okay, ich starte nochmal den Versuch, das Mikro zu richten. Nee, das will nicht. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht leiser oder so. Vorhin saß gut. Das ist gut in der letzten Folge. Aber dann habe ich, während die Folge gerendert hat, was anderes gemacht. Ich habe mir ein Video angeguckt. Und in der Zwischenzeit ist irgendwie das Mikro verrutscht. Mist. Und wir dürfen hinten starten. Ich gehe mal stark davon aus. Hoch mit dem Mikro. Hoch. Das Mikro will einfach nicht. Na. Okay, es wird keine gute Startposition. Davon gehe ich mal stark aus. Ah. Oh nein, es wird auf keinen Fall eine gute Runde. Ich hab's gewusst. Oh. Aber etwas Vernünftiges dabei rausgesprungen. Ab geht die Post. Und die beiden Audis sind ganz hinten. Was sie eigentlich immer sind. Na gut, abgesehen von der letzten Saison. Da war nur einer immer hinten. Entschuldigung, sorry, wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Ich versuche nochmal das Mikro zu richten. Es will nicht. Ich glaube, jetzt ist es noch weiter weg als vorher. So rutschig. Und von vorne. Nicht mehr lange. Mist. Wie gewonnen, so zerronnen. Weg. Damit bist du jetzt in Führung. Ach, Mann. Da klaut er mir schon wieder die Führung weg. Und der versperrt mir den Weg. Spitze, du hast deinen Rivalen überholt. Juhu! Wehe, der kommt jetzt nochmal zurück.
Aber gut, wenn das mit dem Mikro jetzt nicht so gut ist, wenn man mich nicht so gut hört, dann ist es auch nicht so tragisch. Denn es ist ja hier in dem Spiel sowieso nicht so wichtig, was ich sage. Dafür ist ja der Euro Truck Simulator da. Die schnellste Runde gehört dir. Wenn deine Zeit von keinem unterboten wird, gewinnst du einen extra Punkt. Und noch ein Versuch mit dem Mikro. Immer noch nicht besser. Aha, Hilfe. Wow, ich hab schon so einen Vorsprung rausgefahren, dass der BMW gar nicht herangekommen ist. Cool. Und trotz Dreher bin ich auf dem Weg zu einer neuen Bestzeit. Liegt aber daran, dass ich mich in der letzten Runde mit BMWs rumgekloppt habe. Sieht's immer noch im Rückspiegel. Halb auf der Wiese gefahren. Nein, nicht ganz. Du hast die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Wenn ich mir das Armaturenbrett von diesem Auto ansehe, merke ich, dass ich besser auf die Straße sehen wollte, sollte. Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Wenn ich auf das Armaturenbrett von diesem Auto sehe, sehe ich nur einen Tacho, also einen so eine Anzeige. Und ich frage mich, was da angezeigt wird. Moment. Sollte es die Drehzahl, vielleicht sehe ich es auch die Geschwindigkeit. Moment. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Ah, die Drehzahl, okay. Da frage ich mich, wieso da keine Geschwindigkeit angezeigt wird. Naja, gut. Vielleicht ist es auch nicht für den Fahrer nicht so wichtig zu wissen, wie schnell er fährt. Die richtige Drehzahl findet man doch eigentlich auch heraus, ohne Anzeige, indem man einfach hört. Und wenn man eine Weile mit dem Auto fährt, dann hat man sich ja irgendwann auch daran gewöhnt, wie eine bestimmte Drehzahl klingt. Ne? Da muss man ja nicht mehr auf die Drehzahl, das Drehzahlmesser gucken. Naja. Ja. Irgendwie die Hände, die sehen auch ein bisschen merkwürdig aus. Oder? Kommt mir so vor, dass sie so merkwürdig aussehen. Und sehen vielleicht in Wirklichkeit sehr realistisch aus. Wieder eine Sekunde rausgefahren. So, wir befinden uns mittlerweile schon in der letzten Runde. Cool. Haben wir es bald hinter uns.
Na. Tschüss Bestzeit. Und tschüss Führung. Nein. Nein, 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 nein. Puh. Oh mein Gott. Wir haben doch bisher jedes Rennen gewonnen. Das wäre ja blöd, wenn das jetzt nicht so bleibt. Bleib fort, bleib fort, bleib fort, bleib fort. Bleib mir vom Leib. Hui. Da wird es auf die letzten Meter ja nochmal spannend. Und ich glaube... Ja... Die Bestzeit geht an uns. Die hat uns keiner mehr in der letzten Runde geklaut. Juhu. Sie haben 100% gegeben. Dafür 110% habe ich 100% gesagt. Nochmal von vorne. Sie haben 110% gegeben. Dafür bekommen Sie jetzt die Belohnung und die Meisterschaftspunkte. Gibt's Belohnung? Das ist ein Wahnsinnsergebnis für unser Team. Sie sind der Größte. Ich weiß, ich weiß. So. Speichern wir. So. Schreiben. Schön. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, ne? Also, vielen Dank fürs Ansehen. Wie immer, Bewertungen würden mich freuen. Und Kommentare noch viel mehr. Und ja... Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss.